Es war nicht so, dass 2013 eitel Sonnenschein zwischen Deutschland und Russland geherrscht und der Besuch von Wladimir Putin auf der Hannover Messe überall freudige Euphorie ausgelöst hätte. Gerade hatte der russische Präsident nämlich in seiner Heimat politische Stiftungen, darunter auch deutsche, durchsuchen lassen, weil Russland sie verdächtigte, ausländische Agenten zu sein. Doch die meisten in Politik und Wirtschaft schluckten den Groll herunter. Wenn wir Putin weiter einbinden, wird der sich schon ändern, war die Meinung. Und sie war falsch. Keine russische Firma ist in diesem Jahr auf der Hannover Messe. Und doch, Russland ist allgegenwärtig. Hilke Janssen. Er rollt nur, weil in ihm Know-how aus der Ukraine steckt. Ingenieure aus Kiew haben diesen Logistikroboter mitentwickelt, einen autonomen Paketzusteller. Am ukrainischen Standort arbeitet inzwischen niemand mehr. Maschinenbaufirmen wie SEW fehlt darum wichtiges Industriewissen und seit Monaten liegen Lieferketten lahm. Wenn ich das jetzt auf die Innovation betrachte, ja, Elektronikbausteine heute zu bekommen, ist äußerst, äußerst schwierig. Und das behindert uns auch momentan in der Innovationsgeschwindigkeit in Deutschland, was uns unser Wachstum im Unternehmen auch ein Stück behindert. Auch der Sensorikhersteller Peperl und Fuchs hat Probleme. Jahrelang hat die Firma Sicherheitstechnik nach Russland verkauft. Teile, die verhindern, dass in Öl- und Gasanlagen Feuer ausbricht. Ja, das sind in der Tat die großen Öl- und Gasprojekte, die wir seit Beginn des Kriegs aus eigener Entscheidung heraus nicht mehr beliefern. Die Sanktionspakete haben dann die Oligarchen und die Firmen dieser Oligarchen komplett betroffen, sodass für uns auch für die Zukunft die Belieferung dieser Bereiche ausgeschlossen ist. Fast alle Unternehmen hier spüren die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Die meisten wollen aber nicht öffentlich darüber reden. Viele legen zwar ihre Geschäfte in Russland auf Eis, aber nicht zwangsläufig für immer. Wenn man natürlich die Uhr 10 oder 20 oder 30 Jahre nach vorne dreht, was wir alles nicht wissen, besteht natürlich auch eine Wahrscheinlichkeit, dass sich die gesellschaftlichen Zustände in Russland und die politischen erst recht verändern. Also das kann durchaus sein, dass man an die langjährigen, wirklich langjährigen Beziehungen eines Tages wieder wird anknüpfen können, weil sich die Dinge normalisieren. Aber im Moment ist es natürlich ganz schlecht. Jahrzehntelang galt in der Industrie das Motto Wandel durch Handel. Also die Idee, dass Deutschland nicht nur Produkte, sondern auch Demokratie und Freiheit gleich mit exportieren kann. Und heute? Ich bekenne da ganz klar, auch ich war da fest von überzeugt, wenn wir nur intensiv genug Handel treiben, wenn wir irgendwann auch einen Teil oder vielleicht alle unsere Werte mittransportieren können. Das hat nicht funktioniert. Hier auf der Messe ist spürbar, der moralische Druck auf die Unternehmen ist so groß wie lange nicht. Deutschland braucht einen starken weltweiten Handel. Aber der Ukraine-Krieg zeigt, die Industrie muss wieder mal umsteuern.